Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, ich kann mich nicht erinnern, auf der Klippe gespeichert zu haben, das ist aber egal. Arthur sucht sich da immer einen schönen Platz und wir können gleich mal ein bisschen der Schafsgabel in die Gefängnisbrieftasche stecken. Das brennt hintenrum so richtig schön. So. Anscheinend sind wir bis zum Anschlag voll. Mein Wegpunkt hat sich auch verabschiedet. Das ist schade für mich, aber... Nein, ich will doch nicht zu Maika. Wir wollten doch in die andere Richtung. Zu Javier. Das haben wir durch die vielen, vielen Ereignisse, die in der Welt passiert sind, letztes Mal leider gar nicht mehr geschafft. Und dann macht man das jetzt als erstes. Ah, da ist der Indianer-Gefängnisstützpunkt. Was auch immer das ist. Arg viel Loot gab es da nicht. Schade eigentlich. So. Boah. Man braucht ja keine Brücken. Gesucht, tot oder lebendig? Ja, dann tot. So, dann schauen wir mal, wo müssen wir hin, wo müssen wir hin? Luftlinie reiten ist immer besser. Vor allem, wenn man sonst aufs Maul kriegt. Boah. Will der Typ mir was Böses? Sieht nicht so aus. Sieht im Moment doch nicht so aus. Ganz nett hier. Was haben wir denn angestellt, dass wir uns hier gar nicht mehr sehen lassen dürfen eigentlich? Ach, wir werden es wohl erfahren. Irgendwas mit einem Boot und irgendwas mit Geld. Mensch, da war aber gerade ein lautes Motorrad draußen. Warglock-Motorrad. Bin ich hier richtig? Ja, da stracken sie. Kann ich meinen werten Bandenmitgliedern eigentlich was klauen? Nein, so eine Scheiße. Jeder ist irgendwie für seinen Loot selbst verantwortlich. Na gut. How many? A lot. Uniforms everywhere. Macht nix, ich hab eine gute Waffe auf dem Rücken. No. I don't think so. Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. Das gibt sich doch bestimmt in ein, zwei Monaten. And that's where it's gonna remain for now. Oh, da kommt ja Trelawney. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they wanna trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. Ja, das klingt doch gut. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side and then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. Na gut. Dann befreien wir mal den kleinen irischen Bastard. Wieso hat der sich überhaupt schnappen lassen? Ja, ich bin nicht überrascht. Wieso haben die bessere Pferde als ich? Boah, das in der Mitte sieht aber richtig cool aus. Kann ich Trelawney irgendwann umbringen? Will sein Pferd? Naja, nicht immer an den eigenen Vorteil denken. Wo muss ich hin? Finde das Boot. Das war eigentlich ein Film. Den gab's aber noch nicht in 1800. Schlag mich tot, was das hier ist. Ja, wird ja irgendwo auf dem Wasser sein, oder? Yes, south of the river West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. Da ist es ja. I think that's our boat. All right, gentlemen. Follow me. Ganz ruhig, Pferd. Ganz ruhig, hast eine Schlange gesehen? Nice and easy. Es war doch bestimmt nur die riesige in meiner Hose. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. Ja, ja, verhaltet euch ganz natürlich, Jungs. You've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have ja, das macht schon Spaß mit uns. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you.
Nice to know I'm missed, though. Have ja, immer du. People to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Maybe. Anyway, we should keep it down. Come on, let's keep them in sight. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Ja, ja, Isis. Na, mach mal jetzt. Come on. Ja, du reitest vor. Du bestimmst das Tempo. There's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. Schön für sie. That's where they're headed. Dann werden wir ja rausfinden. Und für die kleine Strecke haben sie jetzt das Boot genommen. Ah, oh, sie fahren ja noch. Ja, da hört der Fluss aber auf. Zumindest der bootbare Fluss. Die sollten Schleusen anlegen. Jetzt beweg doch mal deinen Pferdearsch hier. Oder lass uns wenigstens mal Pferde tauschen. Ich würde gern wissen, wie sich deins reitet. All right, let's take a closer look. Binoculars, gentlemen? Ja, ich gut. Binocular. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yeah. Ja. That's definitely Sean. Die Haare passen auch. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh yes. They're taking them up the canyon. Ja. Oh, Sniper. Ah nee, das ist unserer. On the other side. Hi, Charge. Let's go. What about the other two down there? Umbringen. I've got an idea. Follow me. Trelawney hat eine Idee. Ob das gut geht? Ich rüste mal meine Waffe aus. Und braucht man Molotow-Cocktails? Och, lieber Wurfmesser, oder? Eine Laterne, ein Messer. Was ist denn das? Das ist doch die Varmint. Nee, Varmint können wir nicht gebrauchen. Sah ein bisschen aus wie eine Pump-Action. Naja, doppelläufige Flinte. Falls wir noch größeres Kaliber brauchen. Ja, das hätte doch auch geklappt. Aber wir warten mal, was Trelawney hier vorhat. Schön, dass die drei Galoppel hier nicht bemerken. We should do this quietly if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Ja, krieg ich hin. Take out your knife. Out of sight, out of mind, sage ich immer. So, her mit dem Knife. Okay, let's move down. Don't cross until he's got their attention. Ja, was machst du denn da? Der hat noch nicht ihre Aufmerksamkeit. Ah. Wait here. He's still reeling them in. Gentlemen! Gentlemen! Excuse me, dear brothers. My wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. Ja, das macht ja auch mehr Sinn. Schön, dass das Plätschern meiner Füße niemanden. Oh je, oh je. Das gibt Nackenschmerzen. Plündern. Muss ich Trelawney aufhelfen? Wieso liegt er überhaupt da unten? Ja, ist ja gut. Sehr gut, macht's gut. Hatte ich keinen Hut? Nehme ich dem sein. Auch nicht schlecht. Ich bin wieder ein Cowboy. Ist da eigentlich was auf dem Boot, was man stehlen kann? Ich glaube nicht. Ja, Wurfmesser. Der eine ist beim Pissen und der andere schaut auf sein Ding. Glaube ich. Soll mal warten. Was denn? Oh je.
könnt ihr die Messer ausschalten. Bringt nie mal ein Messer zum, eine Waffe zu einem Wurfmesser-Fight. Naja. Da ist einer. Hau mal in die Fresse. Da oben. Aha. Ich hab was getroffen. Nochmal. Das ist ja mein Glückstag. Sogar einen Finisher bekommen. Und ich behaupte, ich treffe nicht. Auf Nachladen. Oder muss ich die Waffe reinigen? Beides wäre mir gerade nicht so recht. Wo seid ihr denn, Jungs? Ah! Plündern. Viel wichtiger als Goldmedaille zu bekommen, weil man die Missionszeit eingehalten hat. So verdient man kein Geld. Arthur, plünder schneller. Wir sind im Kugelhagel. Kommt schon. Wir hätten eigentlich beide auf einmal kriegen können. Ich hab's verkackt. Na gut. Der steht definitiv nicht mehr auf. Nicht mehr auf, wollte ich sagen. Ich hoffe, das habe ich gesagt. Es klang ein bisschen nach aus. Nein, sie sind beritten. Zieh mal deine Waffe, Kollege. Schon auf die Rübe. Na also. Da oben ist noch einer, aber das kann ja Javier machen. Da kriegt der schon irgendwie hin. Oder Charles. Charles ist ja mit mir unten. Glaube ich. Ins Bein. Besser noch in die Eier. Und was für ein schöner Eiertreffer. So. Hier mit dem Zeug. Her mit dem ganzen Zeug. Später können wir das nicht mehr aufheben. Ja. Schieß halt drauf. Ich bin beschäftigt. Boah. Zieh mal schneller deine Waffe. Gern geschehen. Charles. Gut, Charles ist oben. Den erkenne ich. So. Ja, chill. Wir hatten das mit dem Looten. Ich habe Pferdearznei gefunden. Da freut sich aber mein Gaul, wenn ich wieder eine Klippe runterreite. Schön, dass das auch Knochenbrüche und so weiter kuriert. Und eine starke Pferdearznei. Ich glaube, die wird auch irgendwann gebraucht werden. So. Guckt euch mal die schönen Ringe an, die die alle tragen. Und eine goldene Taschenuhr auch noch. Das ist fantastisch, was die dabei haben. An die oben komme ich leider nicht dran. Nicht von hier. Nicht ohne weiteres. Irgendwann ist ja auch mal gut. So. Ist die Waffe noch sauber? Ja. Irgendwie. Aber was machst du hier mitten auf dem Weg? Ich hoffe, du hast wenigstens was dabei. Uhu. Da müssen wir den Healer Seamus aber mal einen Besuch abstatten. Auch ziel doch einfach. Was ist mit meiner rechten Maustaste los? Irgendwie ist er, wenn er in der Animation ist, zielt er nicht mehr mit der Waffe. Das finde ich irritierend. Muss da gerade öfter mal ein bisschen rumtappen, damit er das macht. Achso, ich muss links explizit dann drücken. Ja, ja. Ich fresse erstmal was für die Ausdauer am besten. Und fürs Dead Eye. Gegen die Gesundheit. Schmeckt das gut. Haben wir noch irgendwas? Biscuits. Sollten wahrscheinlich mal wieder wild erlegen. Ja, es hat hier noch ein bisschen Zeit. So. Glaubt ihr, die Jungs haben uns bemerkt? Ah. Ich glaube ja. Nein, explodieren die Teile nicht. Scheiße. Eingetroffen. Nach elendig vielen Versuchen. Und ganz Magazin schon leer. Da ist doch einer. Mist. Nur angeschossen. Jetzt aber. Aha. Ja, ja, hab ihn, hab ihn. Alles sicher. Na, so langsam läuft's ja. Wo ist der Rest von euch?
Was macht ihr da drin? So. Wo ist der Rest? Alle weg? Alle tot? Nicht alle tot. Wieso seid ihr denn so viele? Und warum seid ihr da schlechter im Treffen als ich? Vielleicht damit ich eine Chance hab. Sonst wäre das Spiel sehr kurz oder sehr frustrierend. Sehr gut, ich plünder. Ja, demnächst. Sean hängt ja entspannt rum. So, hier mit dem ganzen Zeug. Ich investigiere. Sehr wichtig fürs Camp. Sean hat ja kein aktives Problem mehr. So. Drei Leichen sind's noch. Das lohnt sich. So viel schöner Loot. Die Feinde können ja nicht umsonst gestorben sein. Das wäre unfair. So. Oh, da stehen noch Fläschchen. Arthur braucht sein Fläschchen. Wir machen's altmodisch. Beine ab. Ja, ist ja gut. Hey, ich habe oben hingeschossen. Na, da steht noch was. Da steht doch noch was. Und Premium-Zigaretten da hinten. Da müssen wir erstmal eine rauchen. Sonst kriegt man die Zigarettenbildchen jetzt nicht. Lecker. So, heb's auf. Ich brauch das Bild. Und schwarzgebrannter. Berühmte Amerikaner Zigarettenbild. Ja, ist ja gut. Jolly Jack's Cigarettes. President Fisher. Keine Ahnung, wer das ist. Ich verstehe kein Wort. Hör mal auf mit dem irischen Akzent. Dankeschön. Do we get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. Oh, lieber nicht. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. Yeah, yeah, ich weiß. A whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all miss me a lot. Nah. Fear not. The joy's back in your lives now. Ich war doch immer schon da. Wir können Tomahawk machen. So, jetzt müssen wir aber noch kurz looten. Da hinten glitzert mich was an. Was haben wir da? Irgendeine Munition? Gewehrmunition. Auch noch Express. Das ist bestimmt rum. Ja, Gurama. Wie heißt es? Guama rum. Verzeihung. Immer wenn ich so viel Rum-Intus habe, kann ich das nicht mehr aussprechen. So. Baldrianwurzel. Wofür ist das denn gut? Zur Beruhigung kann ich das meinem Pferd geben. Haben wir hier irgendwo noch einen Kamin zum Looten? Da ist zumindest ein Kamin. Er sieht nicht so aus, als ob man da hinkommt. So, dann würde ich behaupten, wir müssen mal kurz hier hoch. Um eventuell... Ah, scheiße. Deswegen habe ich gemeint, wir können hier kaum plündern. Runter mit uns. Das war nicht so elegant. Komm hier, Pferd. Und maskieren. Pferd! Los! Los, los, los! Ja, scheiße. Direkt vor mir auch noch. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ja, das sieht gut aus. Und der ganze schöne Loot liegt hier noch auf dem Boden. Ja, scheiße. Hilft ja nix. Hilft ja alles nix. Ein Glück haben wir uns noch maskiert.
der ist gut, den sollten wir eigentlich... Das Problem ist, wir werden ja noch gesucht. Hm. Vielleicht können wir ihn ein bisschen verfolgen. Ja. Wir werden ja gleich nicht mehr gesucht. Ah, scheiße. Nein, ich will mein Fahndungslevel lieber loswerden. Nicht zwei Sachen auf einmal. Scheiße. Ein Glück sind wir da durchgekommen. Hätte ich ein genauso fettes Pferd wie ich bin. Also ich bin kein fettes Pferd, aber ich bin schon stämmig. Wäre man da eventuell stecken geblieben. Das wäre sehr unangenehm gewesen. Vor allem mit dem Gesetzeshüter im Rücken. Wer braucht Hilfe? Here I took a little jolt and have managed to get myself hopelessly lost. I am staying in Strawberry. If you could just guide me back. Natürlich. Can't think of a good reason to say no. Oh, thank you, sir. Well, after you. What possessed me to come out here? I'll never know. Echt, der steigt nicht aufs Pferd. What are you doing out here anyway? It clearly ain't your natural habitat. No, I'm just visiting. I'm from New York City, actually. Boah. Und was machst du hier in der Pampa? There was some talk at the country club about this burgeoning little resort town called Strawberry. So I thought it might be quite the trip to see what all the fuss was. Perhaps make a few investments while it was still undervalued. Turns out I was made the fool. Not enjoying it, Dan? It's a town of splinters. If you could call it much of a town at all, I'd hardly stepped off the carriage and I'd taken in the whole place. Tja, hätte ich auch zurückreisen können. Let me tell you, charm is not worth much these days. You show me a timber frame shack and I'll show you Broadway. Tja. Deswegen bin ich auch nicht charmant. Quite intolerable blowhard. A little bespoke woodwork and he thinks this is a cultural hub. The man's completely deluded. Geile Lichtstimmung. Give him some credit. He must be quite the salesman. He did get me out here after all. More fool me. Now I'm tromping through the leaves in the muck with some cowboy. No offense. Little taken. Okay. Wir sind nur ein bisschen offended. Wieso muss ich den begleiten? Kann ich dem nicht einfach sagen, ja, folgt der Straße, Mann? Ja, das ist ein Weg. Gibt sowas nicht in New York. Ah, zumindest kann sich das Pferd entspannen. Und wir können Strawberry mal was essen, dann füllen sich die Kerne. Vielleicht können wir auch was jagen. Micah ist auch da. Den können wir ja gleich beim Ausbruch helfen, wenn wir eh schon da sind. Was soll der Geiz? Irgendwann müssen wir es ja früher oder später eh tun. Jo, findest den Weg jetzt allein. Darf ich mal einen Gang höher schalten? Ich glaube, das war ein Nein. Alles gut, du willst die Seite wechseln. Warum auch immer. Oh, are we close to town? Ja, ich sehe Gebäude. Ah, ich bin ja einfach zu gutherzig hier. Hätten wir einfach ins Gesicht schießen sollen. Gern geschehen. You seem quite the resourceful sort, sir. If for some reason you plan to spend any time in Strawberry, you may want to look into that gabbing mayor. Something is definitely off with him. Ja, werde ich vielleicht mal machen. Ciao, Kakao. So, was haben wir denn hier? Ein Metzger. Es ist 20 Uhr. Ich hab Kohldampf. Wo ist der Saloon? New Yorkers. Jesus. Da ist das Jail. Das gefällt mir aber nicht. Ich habe Hunger. Wo kann man hier was essen? Nirgends. Super. Echt, die haben keinen Saloon? Die haben Gemischtwarenladen. Schnell rein, bevor er zumacht. Ja, dir auch willkommen. So öffne ich immer Türen.
Verkaufen, ich wollte doch eher was kaufen. All along the perimeter of the shop. Well, let me see then. Ja, ich kann Kaffee verkaufen, aber das ist eigentlich gut. Ich habe Großwildfleisch und kann das nicht essen. Pferdearznei brauche ich nicht verkaufen. Ah, Katalog durchblättern. Ja, verrückt mit den Blackwater-Räubern. Konserven, hier, das ist doch gut. Dosenmais, gut für die Gesundheit. Mittel für die Ausdauer. Hier, Dosen-Ananas. Oh, da schmeckt auch was anderes noch wunderbar am Tag danach. Kidneybohnen auch nicht schlecht. Ich dachte, die sind giftig ungekocht. Corned Beef, sehr gut. Haben wir uns ordentlich mal wieder mit Konserven eingedeckt. Ach, kaufen wir noch ein paar. Schadet nicht. So, Apfel. Achso, das ist für mein Pferd. Pfirsich. Glaub ich. Schöner Pfirsicharsch. Hab ich, glaub, noch nie gesehen. Eine lokale Birne. Ein Stück Käse. Abgehangenes Wildfleisch. Das ist aber teuer. Kann zum Kochen benutzt werden. Gesalzenes Rindfleisch. Da salz mir doch einen Rindfleisch. Zarter Schweinefleisch. Okay. Braucht man gerade nicht. Kekse und der ganze Kram braucht man auch nicht. Was hat er denn noch so im Angebot? Hat er Waffen? Pomade. Hagel. So, er hat Gewehre und Flinten. Das ist doch schon mal gut. Oh, die ist noch nicht. Was brauche ich dafür? Die ist noch nicht freigeschalten. Ah, schade. Oh, Pistolenmunition könnte man gebrauchen. Ja, schadet, glaubt nicht hier mal wirklich. Obwohl mein Geld schadet es. Trotzdem. Irgendwie Munition auffüllen müssen wir ja mal. So viel wie ich daneben schieß. So, ja. Laufgeschoss du mich auch. Pfeile. Haben wir wieder. Gut, Angelköder kann ich noch nicht kaufen. Ich habe hier noch nicht mal eine Angel. Das kommt später. Kaffee-Percolator. Benutzt den Percolator in deinem Lager, um Kaffee aufzubrühen. Taschenuhr. Zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Und das habe ich noch nicht? Anscheinend nicht. Starke Pferdestimulanz. Nee, danke. Sind schon stimuliert genug. Wir können uns noch ein Outfit kaufen. Können wir das... Ja, wir können das auch ansehen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann können wir uns auch Cumberland, Melisani, Faulkner, Dalton, Corson. Also ich mag den Faulkner, den Melisani und den Cumberland. Ich nehme mal das Cumberland-Ding. Kaufen. Ja, sieht doch gut aus. Habe ich das schon ausgerüstet? Wir sehen uns das nochmal an. Alle Outfits. Und das schadet auch nicht, wenn wir das haben. Kaufen. Genau deswegen habe ich nie Geld. Sehr gut. Und auf Wiedersehen. Kann ich ihn jetzt ausrauben und mein ganzes Geld wiederbekommen? Das wäre cool. Aber dann wäre das Spiel ein bisschen zu einfach. Dann würde ich mir alles klauen. So, ich wollte was essen. Die haben keinen Saloon. Deswegen erstmal Premium-Zigaretten-Inventar wieder freimachen. Schmeckt das scheiße. Ich weiß nicht, warum Leute rauchen. Eine Zigarre fürs Dead Eye. Ja. So, was ist gut für die Ausdauer? Kidneybohnen. Ja. Und gleich noch eine Dose rein. Mensch, war das eine ausgewogene Mahlzeit. Ich glaube, da verbringen wir eher 2 Stunden nachher noch auf der Toilette, wenn das sich irgendwie nach außen wieder sortiert. Ach, ich will doch nicht hier ins Hotel. So. Ja, ich kann aber was ausrauben. Ich will erstmal Micah befreien. Will ich das wirklich? Ich glaube nicht. Yeah. Hello, sir. I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang. Mm-hmm. Gomo Driscoll. Heard you had some sort of incident.
We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Ja, gut. Ich komm dann wieder. Ciao. Thank you, Sheriff. Kein nettes Völkchen hier. Let me out of here, you maggots! Ja, da ist er ja. Arthur! Arthur! Ja, was willst du? Hello, old friend. Had a good time, did you? You gonna get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months. And now, I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Ja, aber was? Kann ich nicht einfach weggehen? That steam donkey over there still works. Der Dampfesel. Yes. Hook that over the bars. See if you can pull them off. Ja, das ist aber dämlich, das daneben aufzubewahren. Da können sie sich nicht beschweren, wenn jemand ausbricht. Die springt bestimmt nicht an. Dann lasse ich dich hier zurück. Es ist mitten in der Nacht. Ah. Ich drück doch. Tja. Wie nachher auf der Toilette. Das passiert dann hoffentlich nicht. Let's get out of here, come on. What the hell are you doing? He wasn't O'Driscoll. Oh je. Und ich hab meine Waffen auf dem Pferd gelassen. Scheiße. Brauch eine Waffe. Also eine, die ein bisschen längere Distanz hat. Kann mir bestimmt einer aufheben. Da. Tap. Aufheben. Au. Das war dein erster Fehler. Ich hab Dead Eye. Don't go that way. Let's get the hell out of here. Sollen wir die alle looten? Irgendwo ist doch hier bestimmt der Sheriff, der mich gerade so angeblökt hat. Oh, goldener Ehering. Das tut mir jetzt gar nicht leid für seine Jetzt-Witwe. Vielleicht warten. Sehr gut. Maika wurde erschossen. Mission vorbei. Nee, nicht sehr gut. Kontrollpunkt neu starten. Hab bestimmt keine Waffe. Muss ich mir wieder eine aufheben? Nee, ich hab eine. Nein! Oh. Ja, das hätte man in der Tat. So wirkt zumindest. They got something of mine I ain't leaving without. Jo, das mache ich doch gut. Hier ist ein Zeuge. Kein Zeuge. Gut. Bin maskiert. Der Gemischtwarenhändler kennt mich bestimmt. Hey, ich hab die Rübe abgeschossen. Kann ich mir nicht sagen, aus der Entfernung treffe ich mich. Wo ist er denn? So. Haben wir jetzt alle? Nee. Oh je. Dann plündere ich zumindest mal den. So viel Loot liegt hinter mir.
Kokain-Kaugummi. Skinny, Micah, it's Norman. Oh. You always was a letdown, you fat sack of crap. Excuse me, a man at Arthur. Hello, Maddie. Did you miss me? Ach, der verdammte Psychopath. Nach der Mission war er mir ein bisschen unsympathisch. My guns. I showed him. And I'll show the rest of this town. You have really lost it this time. Waffe Arthur. Oje, oje, oje. So viele. Wo seid ihr denn? Da ist ein. Boah. So viel Tod und Verwüstung, dass wir hier gerade, was wir hier gerade in Strawberry angestellt haben. Reite, du Pferd. Reite geschwind. Er ist feindlich. Er ist feindlich. Micah ist feindlich. Ja, das glaube ich auch. Boah, ich brauche eine andere Waffe. Ich treffe nur die Pferde. Jetzt reit halt schneller. Werde ich dich. Oh, das gibt's nicht. Jetzt aber. Sehr gut. Dead Eye bringt ja was, wenn ich nichts bringe. Oh. Sollt ihn umbringen. What the hell was that you pulled back there? Got a bit wild, all right. Wild? Making a house call in the middle of all that? Ain't much I care about more than those guns. Soll's tun. Is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah, we ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you owe Lenny, too. If he hadn't found us in time... Yes, you will all be thanked profusely, I promise. Yeah, da bin ich mir nicht sicher. Lucky Dutch's got your back. For some unknown reason. Jo. Was für ein cooler Blitz. Whoa. I think we finally lost. I hope so. I'm giving you a holster. My way of saying thank you. And thank you. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Das stimmt. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes, brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp around back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. So you ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. Ja, I ain't seen Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Ja! Ah, bis später, Silje. Was für ein Arschloch. So, aber zumindest ein Zweitholster, was man auch immer damit machen kann. So, ich würde aber sagen, das reicht schon für die Episode. Wir haben okay. Den Miskerl gerettet. Wir haben eine Stadt komplett über den Haufen geschossen. Dafür haben wir nur eine Bronzemedaille bekommen. Ist egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.